Der ehemalige Trainer von Messi, Ronald Koeman, hat jetzt ausgepackt, einiges erzählt über den argentinischen Superstar. Man muss ja sagen, aktuell läuft es bei Koeman nicht so gut in Barcelona. Man munkelt auch, dass er schon sehr bald ersetzt werden soll. Und hat über Messi einige interessante Sachen, sehr viele positive Sachen gesagt. Wir fangen erstmal an. Lionel Messi hat immer alles etwas verschleiert. Er war so gut und hat gewonnen, sagte Koeman. Und zwar zu Football International, einem holländischen Sportmagazin. Natürlich hat er gute Spieler um sich herum, aber er hat den Unterschied gemacht. Alle scheinen seinetwegen besser zu sein, als sie sind. Das ist keine Kritik, sondern eine Beobachtung. Am Anfang sei es mit ihm schwierig gewesen. Allerdings wäre es dann so gewesen, dass man sich irgendwie doch noch miteinander zurechtgefunden hätte. Messi muss das Gefühl haben, dass das, was er tut, eine Zukunft hat. Aber er fing an, sich mehr und mehr zu begeistern. Was die sportliche Leistung von Messi angeht, auch da kann natürlich Koeman nichts anderes sagen als der Rest der Welt. Er sagte, alles, was man einem Fußballspieler beibringen möchte, das Erkennen von Situationen, die Ballannahme unter Druck, die Ballgeschwindigkeit, den Abschuss, bei Messi ist alles eine 10, nicht normal. Und er meinte auch, dass Messi ja, sich abgehoben hätte von den restlichen Barca-Spielern. Während viele so immer rumgefeixt hätten am Ende des Trainings und so weiter, hätte Messi das nicht gemacht. Alles war bum, 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 bum. Niemals Schnickschnack, alles funktional und er wollte immer alles gewinnen. Aber jetzt kommt er zu einer Sache. Mit ihm haben die älteren Spieler nie eine Übung gegen die jüngeren verloren. Bis auf einmal. Und darüber war Messi eine Woche lang sehr wütend. Wirklich ein Tyrann. Er meint also, dass diese Mentalität, dass Messi, was man ihm jetzt nicht zutraut, dem stillen Messi, dass er auch mal ausrastet, auch mal sauer ist, eine ganze Woche zum Tyrann wird, dass das sogar die Spieler gepusht hat. Und er meinte zum Beispiel auch, dass er jetzt gesehen hat, dass Ansu Fati irgendwie beim Training mal, ja, einen einfachen Ball vom Tor eben daneben geschossen hat. Und er meinte, bei Messi wäre ihm das nicht passiert. Ja, weil Messi, der macht diese Dinge rein und dann wäre Ansu Fati so motiviert gewesen, hätte sich so geärgert und hätte sich da verbessert und jetzt ist so ein bisschen gleichgültiger. Wenn Messi dabei ist, haben die Leute allein schon so einen Respekt, dass sie sich zu 1000% fokussieren. Die Leistung von Messi waren perfekt. Wir machen jetzt manchmal Pass- und Schussübungen, bei denen man den Ball in ein kleines Tor schießen muss, um einen Pfosten herum. Neulich habe ich gesehen, wie Ansu Fati aus 3 Metern Entfernung verschossen hat. Einfach aus Unkonzentriertheit. Aber das hätte er nicht gemacht, wenn Messi noch da gewesen wäre. Dann wurde er zurechtgewiesen, Messi wurde wütend. Das ist ihm, also Messi ist gemeint, nie passiert. Ja, okay. Also dann muss ich sagen, ich glaube ihm das alles. Ich glaube ihm das alles, aber so ein bisschen klingt es natürlich auch so nach dem Motto, so ja, Barca ist jetzt gerade nur so schlecht, weil Messi weg ist, was sicherlich da reinspielt. Als Trainer kann für Messi, den Messi-Abgang natürlich nichts. Aber trotzdem ist Barca auch mit den Spielern, die sie haben, können sie auch besser spielen. Da ist natürlich auch die Wahrheit und da ist auch Koeman trotzdem auch mit für verantwortlich. Oder Freunde, was seid ihr? Eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.